Willkommen zu einem neuen COD-Video. Es gibt auch dieses Wochenende wieder eine kleine Aktion für Black Ops 3 und zwar bekommen wir ein Doppel-Waffen-XP-Wochenende, was bedeutet, dass man seine Waffe an diesem Wochenende schneller aufleveln kann, man kann schneller Aufsätze und so weiter freischalten und falls man eine Waffe noch nicht gespielt hat und dafür schnell Aufsätze haben will, dann kann man das eben an diesem Wochenende ein bisschen flotter machen oder wenn man seine Waffe prestigen will, dann kann man das auch an diesem Wochenende machen, denn man kann in Black Ops 3 ja seine Waffe zweimal prestigen. Und nach dem Update lohnt sich dieses Prestigen auch ein bisschen mehr als davor, denn beim ersten Mal Prestigen bekommt man den Clan-Tag, beim zweiten Mal Prestigen bekommt man den Kill-Counter auf die Waffe und den Kill-Counter, den hat man bis jetzt bei den meisten Waffen nicht wirklich gut gesehen. Nach dem letzten Update allerdings kann man dieses Ding doch ganz gut sehen und ihr seht gerade im Hintergrund auch ein bisschen Gameplay mit dem Kill-Counter auf der Man of War und ich bleibe immer mal wieder stehen im Gameplay, damit man den Kill-Counter sieht. Man kann eben dort die ganzen Kills, die ich schon mit der Waffe gemacht habe, sehen und immer wenn ich halt einen Kill mache, dann wird ein weiterer Kill dazugezählt. Das heißt, dieser Kill-Counter, der funktioniert auch wirklich und den bekommt man eben, wenn man seine Waffe zweimal Prestige hat. Das heißt, falls man diesen Kill-Counter haben will, dann ist jetzt an diesem Wochenende wirklich die perfekte Zeit. Die Waffe levelt schneller, man kann eben das zweite Prestige relativ schnell erreichen. Dieses Doppel-XP-Wochenende, das startet heute schon und zwar heute um 19 Uhr, da geht die ganze Sache los oder ungefähr um 19 Uhr, manchmal ja immer ein paar Minuten später und die Aktion, die geht dann bis Montag ungefähr um 19 Uhr und in diesem Zeitraum ist eben Doppel-Waffen-XP aktiv. Ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das nutzen werdet für eure Waffen. Ich schaue bei mir mal meine ganzen Waffen durch, die ich gerne spiele und schaue, ob ich die schon prestiged habe zweimal. Wenn nicht, dann werde ich da vielleicht sogar eine Waffe zweimal prestigen, damit ich eben den Kill-Counter noch mit dabei haben kann bei einer anderen Waffe. Und ja, das war's dann ansonsten mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Falls ihr weiterhin Black Ops 3 Videos sehen wollt und in Sachen Black Ops 3 auf dem neuesten Stand sein wollt, dann lasst gerne auch ein Abo da. Das war's von mir, macht's gut und bis zum nächsten Mal.